Heute in einer Woche haben wir einen absoluten Special Guest. Ich liebe sie! So, guten Tag zu einem neuen Video. Heute habe ich mir eine spezielle Aufgabe auferlegt. Und zwar hat das etwas zu tun mit heute in einer Woche. Da haben wir einen absoluten Special Guest. Da haben wir einen absoluten Special Guest bei uns in der Räumlichkeit. Und deshalb werden meine vier Lieblingsstücke, die schnellsten, die stärksten, vor dem abgebracht. Es gibt immer etwas zu tun. Und die haben einfach alle einen verdammten hohen Grip, die Hübel. Södeli, also, bei den meisten machen wir ein paar Kleinigkeiten. Und zwar fangen wir bei dem an. Da ist ja immer noch die Lenkung, quasi, die Schaltung meine ich natürlich, fix verschweißt. Das heisst, dann kommt nochmal runter. Dann wollte ich ja eigentlich den Rahmen neu lackieren. Jetzt hat mir aber der Fetsch natürlich noch einen guten Tipp gegeben, oder? Der alte Hase. Und zwar tue ich dem einfach ein bisschen Patina verleihen. Das heisst, ich schleife den Rahmen leicht an. Dann lasse ich das rosten und dann schmiere ich es mit Ovatroli. Da drehe ich noch, wenn ich genug Zeit habe, die Hülse. Das ist auch schon lange mal anstehend. Der ist soweit parat. Luftpumpe muss die Probefahrt. Das ist super. Dann an dem hier, da muss ich den Lenker wechseln, weil da ist das letzte Mal ein Kollege gefahren von mir und der ist ein bisschen verschrocken, wie viel Dampf das er hat und hat natürlich gerade eine Pirouette gemacht und darum ist leider da der Lenker krumm, hat der Zwetschge drin und das ist natürlich mit dieser Geschwindigkeit einfach zu gefährlich. Und das Kettenschützchen tue ich dann noch montieren. Ah, und der Vergaser. Der Vergaser, mit dem habe ich immer ein bisschen Probleme. Da kommt ein neuer Vergaser ran und zwar ein Swing-Vergaser. Dann zu meinem alten Schatz. Der Görike, mit dem habe ich schon mit Abstand am meisten Kilometer. Er sieht jetzt ein bisschen havariert aus. Da gibt es ein paar Sachen zum Richten. Und vor allem das grösste Problem ist hinten dran Schutzblech. Da habe ich keine Stützen gemacht, weil es mir einfach besser gefällt. Und jetzt ist das schon mal gerissen, ich habe es schon mal geschweißt. Und jetzt ist das leider wieder durch. Das heisst, das Schutzblech muss weg. Und dann tue ich entweder das dann verstärken. Oder ich mache ein neues. Da schaue ich dann mal. Ja, das sind die Erbetli. Es ist halt immer so, wenn man so viel Zeug hat und natürlich auch die Zeit ein bisschen fehlt, da gibt es immer kleine Sachen, da denkt man, die mache ich dann mal. Und heute ist der Tag, wo wir es einmal machen. Geile Sache. Also, ich bin jetzt bereits schon mal ein bisschen gefahren, ein Ausfertig gemacht mit dieser Schaltung. Es ist einfach wirklich ein Traum. Ich nehme jetzt den Tanken weg, nehme natürlich da das ganze Zeug weg, weil da geht es ja auch ein Schweissen heute. Schweissen und Schleifen, dass der Rahmen einfach ein bisschen Patina neu bekommt. Und ja, starten wir doch einfach. Wir sind ja schon dran. Aber zum Schweissen, den Tank nehmen wir natürlich wenigstens runter. Das schippert es dann wieder einmal. Dann mal schauen, vielleicht mache ich dann hier am Rand, also am Aussendurchmesser, noch ein bisschen Rille drin oder etwas. Also, jetzt nehmen wir den Furt hier. Super, dann tun wir als allererstes natürlich schweissen und dann fange ich an mit der Schleiferei. Das schöne Stück da, so. So, jetzt unten, he? So, das hebt. Tun wir es dann noch ein bisschen verschleifen. Also, ich habe jetzt eine neue Scheibe hier. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Marc. Weil der Huren Nüeli hat mir ja da die schöne Pferdscheiben abgemüllert, oder? So sollte das ja eigentlich aussehen. Das ist das Resultat. Die ist natürlich Müll. So. Das ist jetzt mal grob verschliffen. Jetzt hole ich gerade einen geilen Spray von Ovatrol. So. Oh je, ja, da kommt es langsam vor. Dann schleife ich mir natürlich einen ab. Jetzt könnte ich es aber noch anders machen. Genau, wie man es nicht sieht. So, und dann nachher drüber schleifen. So. Machen wir da mal mit schwarzer Farbe, weil es ist eher noch ein bisschen zu hell. Jetzt reiben wir hier mit schwarzer Farbe ein bisschen ein. Das passt sich jetzt schon viel eher an, wenn man hier vergleicht. Das ist das vorherige Blau.
mit den Roststellen, die dann kommen. Und da sieht man, es ist einfach viel dunkler geworden. Und das ist natürlich geil. Jetzt, während das ein bisschen trocknet, machen wir die ganze Geschichte wieder her. Das mal natürlich fix, mit Fett und alles, wie sich's gehört. Loctite. Muss ich nicht sparen. Das ist ein Scheiss, da kann das abgehört werden fahren. Top. Ja, ja, das muss ich dann noch ein bisschen einspielen da. Gut, jetzt tun wir das Ganze mal die Seite mal einsprayen. So, also, jetzt ist das eingesprayt. Und jetzt lassen wir das mal ein paar Tage einwirken. Oh, halt, schau jetzt da. Die Hülse. Die Hülse, du. Ich muss ja die hure Hülse noch trüllen. Da, hab ich ja mal noch gesagt. Ich kann anfangen. Also, trüllen wir noch schnell eine Hülse. Haben wir wieder etwas. Es ist absolut toll gelaufen. Jetzt tun wir das noch schnell geraten. Ja, der passt aber schon sehr gut. Auf Huhn da! So, haben wir das auch. Was ist das her? Das ist jetzt her eine Stunde. Nicht einmal. Das ist so geil. Das ist so geil. Dann kann das Projekt einmal weg. Und als nächstes kommt der Norman dran. Also, bei dem ist nicht viel los. Da schauen wir uns noch ein bisschen Most, ein bisschen Luft rein. Und dann sollte das schon laufen. Das ist geil, Öl, Benzin. Ach, das ist so etwas Schönes. Das ist so etwas Schönes. Punkt 1, fertig. Punkt 2. Dann. Testen wir, ob der schöne Norman Nippy läuft da. Nicht schlecht, zweite. Gut, dann würde ich sagen, Probefahrt muss sein, oder? Ja, top. Ja, simple Geschichte, oder? Schnell Luft hier, ausfüllen, läuft. Ist jetzt nicht der stärkste, aber der muss einfach schön sein. So, wunderbar. Next. Ja, super. Das ist jetzt wirklich ein bisschen schade. Wenn ich den Lenker einfach richte, dann gibt es einfach einen Zwetschgen, weil ich habe keinen so einen Lenker mehr. Der Strasse ist halt schon einfach etwas anderes. Ja, da bleibt mir nicht viel anderes übrig. Ja. Nein, ich komme nicht so lang. Nein, wieso ist das Arschloch so lang? Ja. Geht gerade, hä? So. Cool, S. Also, dann tun wir das wieder einhängen. Schaltung. Gott, nein. Mach mich nicht anders, das geht denn nicht mal. Jetzt ist das ein 21er. Oh nein, du. Er ist jetzt halt zu klein, jetzt muss ich halt schon nicht oben hinschauen, ob ich da echt noch etwas habe. Ah, fuck. Ja. Das geht, aber das ist mir einfach zu neu. Ich probiere jetzt mal schnell, ob ich den richten kann.
ganz probieren. He. Ui. Ui. Ich muss ihn hier noch schnell ein bisschen abhauen. Die Gewindstange ist jetzt noch etwas lang. Ein bisschen staubig drin, he? Ja, viel besser. Etwa so, he? Ja, ja, das sieht nicht schlecht aus. Ist sicher besser als vorher. Das war auch nicht schwierig gewesen. So. Gut. Also, probieren wir das einmal. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt hatte ich immer noch das Problem, dass der Vergaser undicht ist, wie die Sau. Die ist immer überlaufen, wie verrückt. Gut, ich sehe jetzt gerade hier, im Filter hat es schon ordentlich Dreck. Das ist eine ganz feine Nadel, die da den Zugang verschliesst. Und wenn die eben nicht sauber zumacht, dann lädt er eben rein und dann seicht der Vergaser, oder? Innen sieht es jetzt nicht schlimm aus. Ich tue jetzt das gleich mal schnell rausspülen und rauswaschen. Und dann neues Filterli. Gut, also, jetzt schifft er wieder. Das ist ganz schlecht. Es gibt nichts anderes. Ich mache jetzt einen anderen Vergaser her. So, jetzt nehmen wir hier noch die Düsen raus. Was haben wir da drin? 76. Dann brauchen wir Vergaser. 17er Schwing. Das ist halt immer mit diesen grossen Zylindern ist das immer eine unheimlich knappe Sache da. Das kann man auch nicht. So. Ah, plötzlich geht's. Jetzt habe ich etwas ganz Geiles. Ja, da habe ich es. Schau, du. Das ist nämlich richtig geil. Das sind die originalen Scheibli von Sachs mit dem Bakelit drunter. Das ist nämlich Uhurenläs. Mit dem machen wir natürlich auch Probefahrt, das ist klar. Es ist absolut unumgänglich, um mit dem eine Probefahrt zu machen. Könnte ja sein, dass es nicht mehr läuft. Tipptopp. Da hat es natürlich noch ein Seitenblech, einen Kettenschutz. Den habe ich noch nie montiert. Den könnte man jetzt auch hier schrauben. Ich habe einen Weg gefunden. Es gibt jetzt gerade noch mal ein bisschen Gefummel. Jetzt wieder aufpassen, so ein Doppelköbel. Es ist einfach auch hurenang alles. Ja, so, das war natürlich ein anderer Motor dran. Schau da, die hure Pumpehalterung. Jetzt habe ich, glaube ich, den Motordeckel in Streifen ab. Tuning. Ja, das langt schon. Nein! Das ist wieder ganz etwas Tolles, du. Das ist eine Frage der Zeit. Also, haben wir das doch noch geschafft. Ja, ist auch noch ein bisschen Fummel, aber das macht nichts. So, der Hahn ist schon lange offen. Sehr gut, schiffen nicht. Gutes Zeichen. Der, ich bin jetzt gickerig, den können wir jetzt gleich rausgehen. Dann wird ganz schnell runtergetatscht. El Pueblo, das Biest! Ja, der ist einfach lässig, der ist einfach geil. Das läuft jetzt einfach wie der Teufel. Lenker ist gut, passt. Haben wir das Händchen auch wieder da, du? So, jetzt kommt noch mein alter Schätzchen. Ja, dem gibt
jetzt ein paar Sachen zu machen. Lenker heben dann nicht mehr, habe ich jetzt gemerkt. Hat es mir mal auf den Sack gehauen, da ist da unten Fussraster krumm. Das Schlimmste ist das Schutzblech. Jetzt machen wir das gerade als erstes. Jetzt nehmen wir das mal weg. Vielleicht habe ich eins, vielleicht auch nicht. Da habe ich ja eine spezielle Nabe drin. Den könnte man dann eigentlich auch mal vorstellen, den Hubbel. So. Also, ja, ich muss probieren. Ich mache ein paar Verstrebungen hier. Leck du mir, hey, das ist ja gerade auf allen Seiten. Ist das. Da wüsste ich, kannst du fast ein Blech hier machen. Da habe ich doch schon. Sogar schon vorgepackt, du. Jetzt. Schauen wir mal. Hey, machen wir einen Flick, oder? Machen wir pro Seite drei Löchli und geben dort einen schönen Schweißpunkt. Hoppala. Wir können das probieren. So. Ja, das gibt nichts Schlaues. Ich wette, ich hätte einen Spengler im Haus. So, tun wir das schnell putzen. So, da liegen. Ja, zu reinen machen wir Rostschutz. Die Preise beim Talschutz belegen keine. Und ein bisschen richten. So, top, fertig. So, hebt auch. Also, ich meine, der Zweck erfüllt jetzt. Dann tun wir da noch schnell ein bisschen Luft pumpen. Ein halbes Jahr gestanden fast, oder? Geil! Schön, gehörig. Das schöne Stück. So. Halbes Jahr nicht mehr gelaufen. Ich liebe das hier! Das ist einfach geil. Gut, ich meine, so viele Kilometer gemacht, ich fühle mich halt auch heimisch auf dem Ding. Richtig geil. Oh. So geil. Sehr gut. So, also ich hatte sau Glück heute, ist wieder viel gegangen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.